in der Hoffnung, dass die Leitungen nach Deutschland durchgeschaltet sind und die schottische Post auch in den nächsten 100 Minuten nicht streiken wird, darf ich Sie sehr herzlich im Glasgower Hampden Park begrüßen. Achtes Länderspiel zwischen Schottland und Deutschland, das deutsche Team in den weißen Hemden. In der erklärten Formation, also mit Netzer im Mittelfeld und mit Sigi Held, der die Nummer 9 trägt. Hier Günther Netzer mit der 10. Tja, allein die Tatsache, dass Held die Nummer 9 hat, wurde hier am Spielort heftig diskutiert. Sie kennen die Begründung von Bundestrainer Helmut Schön sicherlich aus der Presse. Held sei schneller als Heinkes und besser geeignet, den verletzten Müller zu vertreten. Kritiker indes werfen dem verantwortlichen Mann für die Nationalelf vor, er hätte zumindest einem Nachwuchsmann eine Chance geben sollen, der diesen Posten permanent in den Bundesliga-Punktspielen einnimmt, wie zum Beispiel Wunder, Alitza oder Reimer. Warten wir ab, was wirklich hinter dieser Entscheidung steht, den Offenbacher links außen mit dem Trikot von Mittelstürmer Müller zu schmücken. Genauso gespannt sind wir auf den erneuten Einstand von Günter Netzer, der ein Jahr lang nicht mehr in der Nationalelf spielte, das heißt 8 Länderspiele versäumte. Seine Kritiken zuletzt waren überzeugend, sein überdurchschnittliches Talent bekannt. Hoffen wir, dass er im Sturm die Angriffs- und Anspielpunkte findet, die seine langen Pässe brauchen. Erwin Kremers, Wolfgang Weber mit der 4. Mit der Nummer 4 Willy Bremner bei den Schotten der Kapitän. Mit als Erste für das Endrundenturnier der kommenden Weltmeisterschaft qualifiziert, sind ein idealer Prüfstein für unsere geschwächte Mannschaft. Ohne Müller, ohne Oberrat und Waldner kann Bundestrainer Schön den Ernstfall testen. Jardin von den Glasgow Rangers. Ist McBrain, der linke Verteidiger. Und Günter Netzer. Schotten von jeher ein unbequemer Gegner. Durch ihr Tempospiel, ihre Härte und ihren Einsatz müssen ebenfalls auf einen wichtigen Spieler verzichten. David Hay, defensiver Mittelfeldspieler, ist verletzt. Für ihn spielt ein neuer Mann im Nationaldress, Jimmy Smith von Newcastle, dem man sehr viel Talent nachsagt. Er hat die Nummer 8. Und Dieter Höpkes, sein 62. Länderspiel. Mit der 11. Und Wolfgang Weber. Dann mit der 6. ist Connolly, der Libero, der freie Mann im Team der Schotten. Und Torhüter Dave Harvey von Leeds United. Netzer. Franz Beckenbauer, sein 72. Länderspiel heute, damit hat er die Rekordserie von Besieler egalisiert. Wimmer und Beckenbauer. Schotten greifen frühzeitig an. In der Hälfte der Deutschen versuchen das Aufbauspiel unserer Mannschaft zu stören.
Weber. Unsere Spitzen gut abgedeckt, was Sie im Moment nicht sehen können. Und mit der 7 Morgan. Morgan gegen Andres. Und hält. Zum ersten Mal geht Beckenbauer mit über die Mittellinie. Und der HW schneller als wir. Spielbereit, Bremner, der Mann mit der Nummer 4. Das Energiebündel im Team der Schotten. Bolton. Nach rechts. Wo bleibt der steile Pass? City.
52. Länderspiel. 33 Jahre ist er alt. Der schottische Coach Willie Ormond verzichtet darauf, die Mehrzahl der schottischen Nationalspieler aus Vereinen zu holen, die hier in den schottischen Vereinen aktiv sind. Der überwiegende Teil kommt aus Clubs, die für die erste englische Division tätig sind. Sie gehält. Bleibt beim 1:0 für Schottland. 10 Minuten sind gespielt. Dave Harvey von Leeds. Jimmy Smith von Newcastle, der heute sein erstes Länderspiel im Dress der schottischen Nationalmannschaft absolviert. Newcastle zurzeit Dritter in der englischen Liga. Nach Leeds und nach Burnley. Foulspiel von Bertie Fuchs an der Nummer 10 an Ken Dalglish von Celtic. Das ist Willie Morgan von Manchester United. Grabowski hält. Jardine und Bremner. Immer wieder Bremner. Gegenspieler ist Netzer. Wimmer. Spielend entscheidet Jack Taylor, der Referee aus England. Und Willie Morgan. Dort noch zum schottischen Wetter. Bis in die vergangene Nacht stürmte und regnete es. Der Boden im Hampden Park war schwer. Wasserstand auf der Grasnarbe. Heute Morgen schien die Sonne. Die Bedingungen waren einwandfrei. Nach Ende der Trauungszeremonie in London begann es dann wieder zu regnen. Die Spieler schraubten die langen Stollen erneut in die Schuhe. Und auch jetzt in diesem Moment beginnt es wieder zu regnen. Netzer. Wimmer, der die Position von Grabowski eingenommen hat auf der rechten Seite.
Tommy Hutchison. Law on Cliff. Große Chance für Tommy Hutchison auf 2:0 zu erhöhen. Law, Bremner, Hutchison. Aus dem Hintergrund. Grabowski. Morgan. Bremner. Die Stunde ist gespielt im Hampden Park zu Glasgow. Die Schotten haben mehr Spielanteile, aber das haben sie natürlich selbst gemacht. Die deutsche Mannschaft hat noch keinen Kontakt zueinander gefunden. Aber auch das ist schon mal eine Begriffe ein Verdienst der schottischen Abwehr, die sehr genau deckt. Dalglish, Bremner, Law, Morgan, Jardine. Hält. Hoeneß läuft links. Thank you.
hier in Schottland sind kleiner, sind härter aufgepumpt als bei uns. Unsere Spieler müssen sich also etwas umstellen, umgewöhnen. Natürlich haben sie in jedem Fall noch das vorgeschriebene Mindestmaß. Aber es kann also passieren, dass ein so exzellenter Freistoßspezialist wie Netzer, wie wir es eben gesehen haben, dann doch den Ball weit am Tor vorbeizieht. Bremner ist überall, hinten, vorn, ist auch schwer zu decken. Gegen Berti Fuchs. Morgan. Smith. Schöne Angriffsaktion der Schotten. Berti Vogt seinem Gegenspieler Dorglisch sehr viel Spielraum gelassen. Glück für unser Team. Weiterhin 1:0 für Schottland. Nach meiner Uhr sind gespielt 23-24 Minuten. Sind besser, öfter am Ball, von einer übertriebenen Härte, wie es in letzter Zeit oft zu hören und zu lesen war, ist absolut nicht zu spüren.
zunächst erstaunlich selbstsicher. Dann im ersten Länderspiel. Und Connery. Jardine. Schutz von Günter Netzer auf das schottische Tor nach 27 Spielen. Erneut am Ball und holt einen Eckstoß aus. George Connelly von Celtic, seinem zweiten Länderspiel. Innerhalb des 16-Meter-Raums natürlich. Und Beckenbauer. Nur eine Spitze jetzt vorne, Krämers jetzt rückt Held nach. Wen soll das Mittelfeld, wen soll die Abwehr auch vorne anspielen? Zudem wird der Ball zu lange geführt. Schnelles, direktes Spiel, kaum zu sehen. Smith. Spiel läuft nicht viel zusammen, aber viel durcheinander. Bremner. Billy Bremner von Leeds, der Liebling der ca. 90.000, die heute hier im Hampden Park sind. Thank you.
Foulspiel von Smith an Netze. Freistoß, Torentfernung etwa 25 Meter. Abseitsposition von Uli Hoeneß. McBrain. Connelly. Tja, da hat der Schiedsrichter Taylor eigentlich Vorteil offen. Lassen wir Bremner aber schneller mit der Hand. Dennoch gab es Freistoß und Hutchison. Hoeneß gegen Connelly. Smith. Ich glaube, in diesem Spiel müssen wir uns merken, wenn Schottland im nächsten Jahr nach Deutschland kommt zur Fußball-Weltmeisterschaft. Ein erstklassiger Mann. Wie gesagt, sein erstes Länderspiel erstaunlich selbst. Geht immer zu früh nach innen. Kommt damit der gegnerischen Deckung entgegen. Hoeneß. Erster Eckstoß für die deutsche Mannschaft, schon ausgeführt.
schöne, gelungene Aktion, eingeleitet von Morgan Dennis Law. Allerdings ein Abseits war auch angezeigt. Aber eine weitere Szene, die zeigt, dass die Schotten hier überlegt haben. Von Bertie Fuchs aus 30 Meter einen Schuss zu wagen auf diesem Rasen, auf diesem glatten Parkett, bekommt der Boden, bekommt der Ball natürlich sehr viel Fahrt. Er ist stets gefährlich, wenn er als Aufsetzer kommt. Die deutsche Mannschaft lässt dem Gegner sehr viel Spielraum, greift viel zu spät an, höchstens 5 Meter vor ihrem eigenen Strafraum. Ich bin gespannt, wie Bundestrainer Helmut Schön in der Halbzeit seine Spieler erneut einstellen wird. So jedenfalls kann es nicht weitergehen. Spielraum für Bremner. Connell, Bremner. Jetzt erst kommt Netzer. Die schottischen Spieler ständig in Bewegung, rochieren von links nach rechts und schaffen somit die Lücken. In der ersten Halbzeit. 1:0 für Schottland. Sie greifen an mit Smith. Gut gemacht von Kremers. Hoeneß, sonst kein weiterer Stürmer dabei. Jetzt kommt Netzer und hält 1:0. Thank you.
wird immer stärker. Trainer Helmut Schön hat die Möglichkeit, drei Feldspieler und den Torhüter auszuwechseln. Wie er mir noch unmittelbar vor dieser Begegnung sagte, wird er auf jeden Fall im Tor eine Änderung vornehmen. Also wird Sepp Maier in den zweiten 45 Minuten zwischen den Pfosten stehen. Ich bin allerdings gespannt, wer im Feld seinen Platz räumen muss. Jardine, Luis Cremas, Oetkes. Noch einmal der rechte Verteidiger, der Schatten beim Einlauf jetzt. Low. Man kann diese erste Halbzeit natürlich von zwei Seiten sehen, man muss sie sehen. Sehr gut eingestellt, machen das Spiel enttäuschend für die deutsche Mannschaft. Halbzeit im Hampden Park zu Glasgow. 1:0 führen die Schotten. Warten wir ab, was die 2:45 Minuten macht.
lange doch. Die verlieren Wähler. Wenn alles in Ordnung ist, gucken wir. Sollte jetzt noch mal fahren. Müssen wir das nochmal zeigen. Das ist eine Zeichnung ja auch. Das ist zwar nicht kommentiert. Drei Minuten und 35 Sekunden sind in der zweiten Halbzeit im Hampden Park gespielt. Länderspiel zwischen Schottland und Deutschland. Kein weiterer Treffer bisher erzielt. Weder von den Schotten noch von unserer Elf, aber es gab eine Auswechslung im deutschen Team. Das heißt zwei, die angekündigt im Tor jetzt Sepp Meyer für Wolfgang Klepp. Und auf der linken Seite stürmt Jupp Heynckes für Erwin Krebs. Von Grabowski, Vorteil, Bremner. Das hat er in der ersten Halbzeit schon einmal gemacht. Vor dem Pfiff des Schiedsrichters den Ball in die Hand genommen. Diesmal hatte er Pech. Decken enger. Mal sehen, wie lange sie die Anweisung von Bundestrainer Helmut Schön befolgen. Connelly. In allerletzter Sekunde ist gestoppt.
müssten Spieler wie Beckenbauer wissen. Die Schotten gehen nie einen Ball verloren, kämpfen um jeden Zentimeter Boden. Aber sie gehält im Absatz. Schottischen Besitz durch Connelly. Pausenlose Spiel sind die Schotten unseren Spielern überlegen. Nicht nur im Zweikampf.
Morglish. Eine Stimmung hier. Bescheiden nehmen sich gegen diese gewaltigen Verluste, die 200 Fans aus Deutschland aus der Mühe haben, hier 5 Meter lange Spruchband einer Altherrenmannschaft aus Kassel, wenn ich das richtig lese, zu verteidigen. Check.
sicher, was soll die deutsche Mannschaft machen in einer solchen Situation, da der Gegner unentwegt angreift, das eigene Kurzpassspiel nicht klappt, nicht harmoniert. Ich würde das eigene Tempo drosseln, den Gegner versuchen aus dem Rhythmus zu bringen, Ball länger in den eigenen Reihen halten. Solange wir den Ball haben, hat ihn der Gegner nicht, eine alte Fußballregel. Schon enorm schnell dieser Hoeneß. Steht ganz frei auf der rechten Seite. Aber man müsste mal den Kopf heben. Den Kopf zu tief, das Bein zu hoch, entscheidet Schiedsrichter Taylor.
Sicherheit ist. Wie angekündigt. Und nicht. Schalten. Schiedsrichter.
sein, das ist ein Rimmer. Und zum anderen wird natürlich ein Semihand. Also wenn die beiden Spieler den Platz verlassen haben, dann dürfen die neuen da reinkommen. Thank you.
Torschütze Hünnes. In dieser Flanke von Klohe. In der 81. Spielminute. Stand von Peter Lorimer, mit dem man sagt, dass er der Spieler ist mit dem stärksten Schuss, links und rechts gleich stark. Spezialist für Freistoß. Länderspiel zwischen
Green. Eins ist sicher, das Experiment mit Sigi Helder als Mittelstürmer hat sich nicht bewirkt. Bleibt doch die Frage, ob es richtig ist, mit einem hängenden Rechtshaus mit Grabowski zu spielen, also indirekt doch mit vier Mittelfeldspielern und nur zwei Spitzen. Wenn wir einen guten Netzer haben, der Anspielpunkte braucht, der lange Pässe schlägt, schlagen will, dann brauchen wir auch Spitzen und Stürmer. Die Schotten noch einmal aus. Joe Jordan, ebenfalls von Leeds, wird hereinkommen. Am Boden aber ein verletzter deutscher Spieler. Ich kann es aus meiner Position nicht sehen. Ich kommentiere fast von der Aschenbahn aus, habe also keine Möglichkeit aufgespielt. Bildschirm hoch, das ist wieder die Hux. Der anscheinend irgendwie. Jordan, Jonas Netzer.